Die Shot Energy Farm mit dem Palmwert Smartphone, wie ihr sehen könnt, kostet ungefähr 299 Euro und es ist so groß wie eine Kreditkarte. Im Vergleich zum LG Optimus 7 könnt ihr sehen, es ist wirklich tiny, 2,6 Zoll Bildschirm. Und dann haben wir hier noch das Samsung Galaxy S2, das ist natürlich auch nochmal viel, viel größer mit einem 4,3 Zoll Bildschirm. Aber wenn ihr es aufklappen, dann könnt ihr sehen, dann kommt es eigentlich schon hin von der Arbeitsfläche, denn die Tastatur ist wirklich angenehm groß, beziehungsweise die Tasten sind zwar recht klein, aber man kann wirklich sehr gut drauf arbeiten. Ich habe schon getestet, es ist wirklich sehr schön zum Bedienen und wir haben natürlich WebOS drauf, es läuft schön schnell. Wir haben eine Kamera vorne und hinten, das ist nur hinten, wie ihr hier sehen könnt. Und von den Anschlüssen her, wir haben einmal Lautstärkeregler, an der Unterseite nichts. Auf der anderen Seite haben wir hier die Docking Station bzw. das Ladekabel müsste hier dran gesteckt werden. Dann haben wir An- und Ausschalter seitlich, ein Volume Controller oben. Und auf der anderen Seite können wir es uns in den Hals hängen. Hier ist nämlich so eine Schlaufe. Hier könnt ihr hinten noch die E-Mail-Nummer und so weiter ablesen. Das ist schön verarbeitet, wirklich sehr stabil. Und der Druckpunkt von den Tasten ist auch sehr schön. Gerade verdecke ich ein bisschen die Kamera, aber sie ist an sich auch schön schnell für kleine Schnappschüsse und so genügt es. Aber sie hat ja leider kein Licht, also im Dunkeln seid ihr aufgeschmissen. Dann haben wir hier natürlich noch den Browser. Wir sind gerade auch im WLAN drin, das läuft angenehm schnell und im Vergleich zum Pixie Plus ist es natürlich viel, viel schneller. Das OS ist neu und es gibt mittlerweile auch natürlich immer mehr Apps und wirklich sehr angenehm zu benutzen und vor allem, wenn ihr es mit den anderen Geräten vergleicht, hier zum Beispiel dem WR3 von der Größe her, doch wirklich sehr viel kompakter und besser. Vielen Dank fürs Zuschauen, mein DevTV. Das war das Palmwert Smartphone hier auf einem HP-Event in München. Mein Name ist Balaschka.